Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi. Das bin ich. Wir werden uns gemeinsam, wie versprochen, die Adalit-Lampen mal anschauen. Und zwar diese Adalit-Lampen, wie ihr sie vielleicht aus den Fahrzeugen kennt. Die gibt es in verschiedenen Löschgruppenfahrzeugen, habe ich hier schon gesehen. Und bei uns halt jetzt auch auf dem MTW. Und nutze ich gleich die Gelegenheit, euch die mal vorzustellen, wie die funktionieren. Weil ich weiß nicht, ob jeder wirklich jeden Modus kennt von dieser Lampe. Ne? Gucken wir uns mal an. Alles klar? Los geht's. Wir werden jetzt mal zu dieser Adalit-Lampe, ich nehme hier diese L3000, die wir bei uns auf dem Fahrzeug haben, da werde ich jetzt mal drei Sachen für euch ansprechen. Das erste ist, wie man sie laden kann. Fangen wir gleich mit an. Es gibt zwei Lademöglichkeiten. Einmal hier für die Fahrzeuge, die ganz normale 12 Volt Gleichspannungsladevariante. Die sind halt immer fest in den Fahrzeugen eingebaut. Alternativ kann man natürlich auch im Feuerwehrhaus, im Gerätehaus Ladebatterien haben, wo man die Batterien sozusagen bei 230 Volt Wechselspannung laden kann. Ne? Diese Ladehaltung da vorne. Ne? Super. Also die gibt es auch. Muss man sich vorher überlegen, wenn man die Lampen sich beschafft, wo soll die überhaupt hin? Ne? Okay. Ja, das Zweite, was wir ansprechen wollen, das werde ich gleich später noch zeigen, ist, wie lange die wirklich läuft, diese Lampe. Also das heißt, wie lange kann man die wirklich in der Praxis betreiben? Nicht irgendwelche theoretischen Angaben. Ich möchte es mit euch wirklich die Zeit stoppen, wie lange diese Lampe leuchtet, wenn sie voll geladen ist. Ja, also was interessant ist, wenn hier 4 Stunden draufsteht, dann ist auch 4 Stunden gemeint. Das heißt, wir haben auf eine Sekunde, kann man fast sagen, genau stimmen diese 4 Stunden. Ich habe hier so ein bisschen die Zeit im Vergleich, da könnt ihr mal genau sehen, wie sich die Lampe verhalten hat. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Interessant ist auch, also ihr seht ja so ein paar Beispiele, die ich euch gerade einblende, für diese Echtheit der Zeitangabe. Okay, ich habe es jetzt also 4 Stunden durchbrennen lassen. Interessant ist, nach 3 Stunden 45 fängt die Lampe an zu blinken. Seht ihr jetzt auch? Einfach so als Warnsignal oder Warnhinweis, dass die Lampe bald zur Neige geht. Und die schaltet einfach nach 4 Stunden, also wenn da steht nur eine Minute, nach einer Minute ist sie garantiert aus. Ne? Dann schaltet die ab. Okay, ja, das fand ich also sehr interessant. Also darauf kann man sich wirklich verlassen. Ich denke, das ist für die Praxis immer ganz interessant. Was also auf der Anzeige draufsteht, wie lange die leuchtet, so lange leuchtet die auch garantiert. Okay? Und wie gesagt, die Zeit ändert sich nicht zwischendurch, von wegen, ja, eben war eine Stunde und jetzt sind nach 10 Minuten nur noch 20 Minuten oder sowas. Also das ist wirklich auf eine Sekunde genau, ich habe mich totgelacht, mit meiner Handy-Stoppuhr die ganze Zeit laufen lassen. Super. Gut gemacht. Aufladen auch nochmal ganz interessant. Also um die wieder von null, also die war ja dann komplett leer, habe ich sie bis auf die wieder voll, dass sie jetzt 4 Stunden anzeigt. Kann man hier nochmal sehen, ne? Ah, sieht man ein bisschen dunkel. Dass sie jetzt 4 Stunden anzeigt, das hat 7 Stunden Ladezeit gedauert. Auch mal ein ganz interessanter Wert. Also 7 Stunden und die ist wieder voll. Wahrscheinlich hängt das ein bisschen von der Akku-Lebensdauer ab. Okay, schauen wir weiter. Und das Dritte ist jetzt die allgemeine Handhabung von dieser Lampe. Weil ich glaube, es weiß nicht jeder wirklich, welche Funktion diese Lampe hat. Und dann fangen wir jetzt erstmal an. Also, was die Lampe nicht hat, sie ist nicht magnetisch. Ne? Das ist also nicht. Aber sie hat hier so einen Clip. Das heißt, man kann hier eine Einsatzkleidung reinhängen und auch vorne den Gelenkkopf dementsprechend dann in 2 Stufen verstellen. Das heißt, manche AGTs, also manche AGT-Jackenhersteller haben auch hier so einen Klettverschluss extra für diese Lampen, dass man die da gut einhängen kann. Und AGTs, das ist wieder so Geschmackssache. Manche AGTs mögen diese Lampe nur im Innenangriff, weil die schön groß ausleuchtet. Man kann mit dem Oberkörper die ausrichten. Andere nehmen die Helmlampen, weil sie es besser finden, wenn der Kopf das angibt, wo ich hinleuchte. Und natürlich die Verwöhnten nimmt natürlich beides, ne? Das und die Helmlampe, dann ist man natürlich auf der sicheren Seite, dann ist taghell. Gut, also man sieht aber schon, dass das alles ein bisschen robuster ist. Ist auch ein ziemlich großer Akku, den man hier nicht einfach so ohne Werkzeug rauskriegen kann. Man muss ja wirklich Schrauben lösen. Egal, normalerweise lässt man die Akkus ja im Normalfall auch immer drin. So, jetzt kommen wir zu den Besonderen, weil man sieht ja schon, hier ist eine LCD-Anzeige. Die zeigt uns gleich was an, komme ich gleich zu. Um überhaupt erstmal Leben in diese Lampe zu bringen, gibt es hier 2 Knöpfe. Einmal hier On-Off. Ich sage mal, der russische Knopf Power On-Off. Power On-Off. Und man hat hier noch die Menütaste. Und das wird jetzt nämlich spannend, welche Modus es da gibt. Fangen wir erstmal an, wir machen die erstmal an. So, jetzt steht hier eine 4.00. Das heißt, in diesem aktuellen Modus ist es ziemlich hell.
läuft diese Lampe 4 Stunden. Und das werde ich nachher nachmessen. Ne? Das heißt, ich werde eine frisch vollgeladene Lampe, die ist noch neu, hier ist noch richtig Folie dran, werde ich gleich mal eine nagelneue Lampe unbenutzt im Dauertest einfach leuchten lassen mit der Stoppuhr, bis sie ausgeht. Ob diese 4 Stunden stimmen. Und mal Stichproben machen. Okay, das heißt On-Off. Was passiert, wenn ich hier nochmal drauf drücke auf On-Off? Sieht man schon, dass sich hier irgendwie die Birnen anders schalten. Jetzt sind beide an, jetzt nur eine. Ne, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Ich leuchte mal hier. Ne? Hier sind zwei, eine aus. Ne? So. Man sieht jetzt hier, die Lampe ist jetzt schon eine Minute an und ich sehe jetzt hier die Restlaufzeit von 3 Minuten 59. Wenn ich jetzt diese Modus-Taste drücke, passiert erstmal nichts. Das wird nur kurz dunkel. Das ist ein bisschen Sicherheit, dass ich nicht aus Versehen verstelle. Wenn ich das jetzt gedrückt halte, auf dieser Seite, halte ich es jetzt mal gedrückt, blinkt die jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, seht ihr auf einmal, dass ich 2 Stunden mehr Zeit kriege, weil sie ist nämlich in einen energiesparenden Modus. Ne? Also ich kann ich jetzt nochmal gedrückt halten. Und ja, weil jetzt hier beide Lampen an sind, geht nur 6 Stunden, ist das höchste. Ich müsste mal den Modus ändern, kurz auf eine Birne. Dann könnte ich hier auch nochmal auf 8 Stunden sogar erhöhen fast. Ne? Da müssen wir mal ein bisschen mit spielen. Also das wissen viele gar nicht, dass man hier so ein bisschen die Intensität einstellen kann. Und das ist eigentlich, das merkt man kaum, ob das welcher Modus das hier gerade ist. Ne? Also das ist schon echt super. Also die ist immer noch tierisch hell. Ne? So, und jetzt kommt ein Modus, den kennen nicht viele. Und zwar, wenn man den On-Off-Knopf gedrückt hält. 1, 2, 3, 4. Gibt es hier auch einen Blinkmodus. Und nicht nur den, man kann den auch im Takt verändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal drücke, langsamer, noch langsamer und wenn ich jetzt nochmal drücke, wird er gleich ganz schnell. Habt ihr das gewusst? Nicht schlimm. So, ne? Oder man drückt dann wieder einmal einen On-Off-Knopf und steuert so durch. Also man hat normal nur aus, beide, ein, aus. Und sobald ich die Anhabung gedrückt halte, nochmal kurz zur Wiederholung, nach 4-5 Sekunden schaltet die um. Und ich kann damit den Modus dann hier anderen, also mit der Menütaste ändern, was ich will. Ne? Gut. Das war schon. Wie gesagt, und jetzt hier dieses, ne, das, wie ihr die Stundenzahl verändert, wisst ihr. Also ich merke es fast gar nicht, ob die jetzt viel mehr Saft nimmt oder nicht. Ich stelle es jetzt nochmal auf 4 Stunden runter. Wir können uns zum Vergleich jetzt noch mal kurz eine Kamera halten und ich werde das jetzt mal auf 4 Stunden ändern. Moment. Habt ihr was gesehen? Jetzt sind wir auf die 4, also mittlerweile, wir sind ja schon 2 Minuten am Rumspielen, sieht man schon, dass die Zeit sich ein bisschen reduziert hat. Ne? Aber das möchte ich jetzt wissen und das schauen wir uns mal bei mir zu Hause an, jetzt im Dauertest. Weil ich wollte jetzt hier nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Ne? Wie gesagt, und wenn ihr dieses Blinklicht habt, ihr könnt die Lampe auch hinstellen. Ne, anmachen, auf der Straße stellen oder was, steht relativ fest. Ne? Guti. Gut. Also, solltet ihr noch Fragen haben oder eine Funktion hier kennen, die ich vielleicht noch nicht mal kenne, bitte kommentiert unten drunter, freue ich mich. An sich ist es nur eine Lampe, ne? Also das ist sonst kein Hochleistungs-PC. Aber ist schon ein bisschen mehr Technik drin, als man im ersten Moment denkt. Also, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann, euer Feuerwilli. Tschüss. So, wir werden jetzt mal so 3 Sachen jetzt mal ansprechen. Also.